Liebe Mitstreiter, liebe Sympathisanten der NPD, liebe freie Kräfte, ich möchte mich heute mit einer Botschaft an unsere eigenen Kreise, an alle national denkenden Menschen in Thüringen wenden. Ich weiß selbst, das gestehe ich selbstkritisch ein, dass an der NPD auch noch hier und da Verbesserungsbedarf besteht, dass wir uns auch nach wie vor reformieren müssen und dass nicht alles Gold ist, was glänzt innerhalb der NPD. Wir müssen uns aber vor dem Hinblick der Thüringer Landtagswahl am 14. September alle miteinander, ob Mitglied oder nicht Mitglied, die Frage stellen, was hier am 14. September auf dem Spiel steht. Thüringen könnte das erste Bundesland sein, in dem ein roter Ministerpräsident die Macht übernehmen wird. Bodo Ramelow steht in den Startlöchern, die Chancen stehen gut für ihn. Und hier sehe ich eine sehr, sehr große Gefahr für den Freistaat Thüringen, für alle nationalen Kreise, nicht nur für die NPD. Denn was passiert? Und diese Frage müssen wir uns tagtäglich stellen. Was passiert, wenn Bodo Ramelow Ministerpräsident wird, wenn eine Katharina König das Innenministerium besetzt oder Martina Renner, alles sattsam bekannte Antifa-Aktivisten? Was passiert dann mit uns? Ganz schnell wird es wieder zu Vereinsverboten kommen, ganz schnell wird der Verfolgungsdruck steigen, übernehmen die Linken vielleicht sogar das Justizministerium, haben sie Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwaltschaften. Was das für uns alle heißt, vor dem Hintergrund bestehender politischer Paragraphen, dürfte jedem klar sein. Oder was heißt es, wenn die Linken das Innenministerium besetzen, worauf sie einen Machtanspruch erheben werden, das haben sie ja bereits angekündigt, dann haben sie Zugang zu allen Informationen, die durch die Stasi 2.0, die durch Geheimdienste inzwischen über alle Oppositionellen in diesem Land gesammelt worden sind. Und diese Informationen werden dann mit Sicherheit dazu verwendet werden, um uns noch stärker zu bekämpfen, um diese Informationen dann eben auch an die Antifa und andere kriminelle Kreise weiterzugeben. Diese Gefahr besteht. Nicht zuletzt besteht die Gefahr durch die Machtübernahme der Roten, dass wir wieder generell in Zustände wiederkehren, die eben längst vergessen geklärt waren. Zustände wie in der DDR, große Gebietsreform, Eingriffe des Staates in den freien Markt, all diese Dinge werden eben auch real werden. Deshalb müssen wir uns alle die Frage stellen und sie für uns selber und für unserem Gewissen beantworten: Wollen wir, dass die Roten unser Land übernehmen? Oder wollen wir, dass es zumindest eine NPD im Landtag gibt, die hier noch Widerstand leisten kann, die hier noch Informationen beschaffen kann, die sich hier eben noch schützend über die nationale Bewegung stellen kann? Thüringen braucht deshalb die NPD umso mehr. Wenn wir als Korrektiv im Landtag vertreten sind, können wir einige Folgen einer roten Machtübernahme in Thüringen mit Sicherheit abmildern. Deshalb möchte ich hiermit an das gesamte nationale Lager in Thüringen appellieren. Gemeinsamkeiten müssen zählen. Bedenkt, für jeden Abgeordneten der nationalen NPD fliegt eine Politbonze aus dem Landtag. Seht die Gefahren, die einhergehen für uns alle, nicht nur für die NPD, mit einer roten Machtübernahme. Und denkt daran, die NPD kann und wird natürlich auch, das verspreche ich hier an dieser Stelle, der gesamten Bewegung im Thüringer Landtag dienlich sein können. Sei es durch Informationen, sei es darüber, dass wir unsere schützende Hand als NPD-Landtagsfraktion über die gesamte nationale Bewegung legen, oder aber sei es durch die Thematisierung uns allen am Herzen liegender politischer Themen im Landesparlament. Deshalb am 14. September NPD wählen und bis dahin natürlich die NPD nach Kräften unterstützen.